Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Im wahren Leben nennt man mich Anne, bin 35 Jahre alt und studiere Psychologie, komme aus der wunderschönen Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Und jetzt lade ich dich dazu recht herzlich ein, mit mir zu träumen. Was ist bei Schatzi Losi? Lasst uns einfach mal in die Kartetschkos schauen. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Oh, wir haben ein klärendes Gespräch. Okay. Ach, oh. Ich gehe erstmal in mich und dann sage ich es dir mit meinen Worten, ne? Ach Mensch, wir haben hier wieder so ein Thema von und sie wissen nicht, was sie tun, ne? Hier heißt es, hier ist so das Hauptthema, dass es wirklich wichtig wäre, hier mal ein klärendes Gespräch zu führen, ja? Hier wäre es für jemanden wichtig, wirklich mal auf die Dinge einzugehen, die echt noch unausgesprochen sind. Jetzt ist es so, Merkur ist rückläufig, aber scheiß drauf, sage ich dir so, wie es ist, weil du kannst ja nicht deine ganzen Pläne immer verschieben, nur weil da im Himmel da oben irgendetwas tobt und losi ist. Aber es kann wirklich sein, dass hier Missverständnisse sind und die sollte man jetzt aus dem Weg räumen. Es kann sein, dass hier jetzt jemand auf dich zukommt und ein klärendes Gespräch will, aber pass mal auf, mein Engel. Es kann auch sein, dass gar keiner auf dich zukommt und dass es hier jemand auch einfach nicht rafft, dass man die Dinge auch einfach mal klären sollte und klar aussprechen sollte und jemand gar nicht auf den Trichter kommt, mal zu sagen, was los ist, ganz einfach, weil es so ist. Ja, sage ich dir auch. Ich will nicht immer sagen, hier kommt jemand und möchte mit dir ein klärendes Gespräch. Natürlich kann sich das jetzt in dieser Legung auch in die Richtung bewegen, aber hier könnte auch das Gegenteilige der Fall sein, dass hier jemand immer wieder ein klärendes Gespräch ausweicht, aber auch gar nicht auf den Trichter kommt, dass dich das irgendwie verletzen könnte, dass man hier bei jedem Scheiß einfach die Fresse hält. Ja? Jemand macht gefühlt hier einfach immer wieder den Schach zu und du stehst da. Ja. Und das könnte auch so ein Thema sein, ja, also dass hier, ich weiß auch nicht, dass du einfach merkst, dass du nicht über alles Bescheid weißt. Jetzt ist wieder so die Frage, muss man über alles Bescheid wissen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Liebe im Spiel ist und man eine Beziehung führt, dann denke ich schon, dass man den Partner irgendwo kennt und die Dinge weiß. Also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, beste Freundschaften, dann tauscht man sich in allem irgendwo aus, was nicht heißen soll, dass man permanent seinem Partner zuquatschen sollte. Ne? Aber ich denke schon, wenn etwas gut funktionieren soll, eine gut gehende Beziehung, dann vertraut man sich denjenigen auch an und dann hat man eben auch einfach die Sicherheit und man weiß, okay, er ist gerade dort und dort und tut das und das. Was nicht heißen soll, dass hier jemand irgendwie kontrollierend ist oder Verlustangst haben sollte. Das sind wirklich die normalsten Dinge der Welt, dass man innerhalb einer Beziehung miteinander reden sollte und wissen sollte, was mit dem Partner los ist. Und hier ist es gefühlt etwas von, ich renne einem klärenden Gespräch hinterher, jemand kriegt die Fresse einfach nicht auf, jemand macht permanent nur seinen Schach zu und du fühlst dich oder vielleicht fühlt sich auch dein König hier permanent auf verlorenen Posten, weil du nicht sprichst, weil du dich einfach bedeckt hältst in jederlei Hinsicht. Ja? Und dann kommen hier irgendwelche Typen oder Kirschen, na, wenn ich dir was sage, rastest du immer aus. Ja, da bin ich aber der Meinung, dann sollte man auch nicht so eine große Scheiße hinter deinen Rücken bauen, dass du gar nicht erst ausrasten würdest, ja. Also sprich, hier könnten auch einfach Geheimnisse sein,
oder Dinge, die dir nicht schmecken. Und wenn es zum Beispiel darum geht, dass hier irgendein Typ, irgendeine Kirsche bei einer Ex hängt, mit der man auch irgendwo rumgevögelt hat, zum Beispiel, ne? Und die vielleicht, weiß ich nicht, was miteinander haben, vielleicht arbeiten die noch zusammen oder sonstiges. Und er dir das vielleicht noch verheimlicht, dass er da gerade einen Kaffee trinkt, ist es doch auch klar, dass dich das mega ankotzt. Ja, Vertrauen hin oder her. Ja, prüfe, was sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet, da lautet hier einfach der Tenor auch. Also sprich, jemand könnte hier einfach selbst dran schuld sein, wenn du hier bald keinen Bock mehr hast auf ein klärendes Gespräch oder du eben aktuell auch schon für dich beschlossen hast, ich will nichts mehr hören von dem Gesülze, von dem oberflächlichen Scheiß, weil ich weiß, dass hinter der Fassade viel mehr steckt und du mir einfach nur signalisierst, dass du Geheimnisse hast. Ja, also so habe ich die Karte jetzt einfach mal schön umschrieben in, ich sage jetzt mal, ins Herz, aber herzlich, dass es jeder irgendwo versteht, was hier in einer Beziehung Fakt ist und Phase ist. Hier steht nämlich auch, dass hier jemand noch vergeben ist und sich irgendwie nicht entscheiden kann, ja, und dass ihm jemand was anderes da abnervt oder so. Aber pass mal auf, da muss er die Fresse einfach mal aufmachen. Ja, dann muss man den Mund einfach mal aufmachen und sagen, was einen bewegt, was einen bedrückt. Ich nehme nicht so an, dass du ein Typ bist, dass du sagst, komm mir doch mal nicht mit so einer Scheiße, ich höre dir hier einfach nicht zu und du interessierst mich nicht. Ich liebe dich auch nicht, ich finde dich zum Kotzen. Ja. Das machst du ja alles nicht. Im Gegenteil, du bist ja so drauf, du willst ja gerne an seinem, ihrem Leben teilnehmen. Du willst ja gern wissen, was los ist, damit du hier jemanden verstehen kannst. Und jemand verwehrt dir das. Wie soll da Beziehung, Verbindung stattfinden? So, jetzt heißt es hier, deine Aufgabe ist es, deinen Wunschpartner so schnell wie möglich eine Aussprache zu suchen. Ich bin mir hier nicht sicher, ob du hier wirklich auf jemanden nochmal zugehen solltest, wenn das die Regel ist, hier immer wieder jemanden hinterher zu rennen, der sich scheinbar noch mit irgendwelchen Exen trifft und wie ich es auch gestern schon gesagt habe, vielleicht wirklich noch irgendwo eine Bürotante über den Tisch zieht oder anderweitig beschäftigt ist. Also hier liegt wirklich etwas im Argen und die Frage ist halt wirklich, ob du hier noch mal auf jemanden überhaupt zugehen solltest. Hier kriegt es jemand nicht gebacken, mit dir in Kommunikation zu gehen, meine Engel. Punkt. So. Was habe ich auf Herzeleinebene? Ja, sind wir einfach mal gespannt, was hier auf die Engel der Liebitsch auf dich zukommt. Wenn man schon nicht spricht, aber was ist im Unbewussten, Losi? Wir haben hier, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft und hier heißt es, bleibe aufgeschlossen, hier ist jemand anders als die anderen. Hier ist jemand vielleicht sogar dabei, an seiner eigenen Partnerschaft zu arbeiten. Ja? Sich sozusagen, ja, auf der, weißt du, hier schlagen so zwei Herzen in seiner, ihrer Brust. Auf der einen Seite, ach, ich könnte doch mal hier an der Partnerschaft arbeiten mit Uschi Else zu Hause, ne? Wäre ja auch mal was, die habe ich ja auch jahrelang nicht beachtet, ja? Und dann denkt man sich so, naja, aber ich könnte auch dir gegenüber aufgeschlossen bleiben, weil, gut, du bist hier anders als die anderen und ich erwarte hier eigentlich nichts, aber das, was du ge mir gibst, finde ich eigentlich auch schön. Hier ist jemand hin und her gerissen und das signalisiert man dir auch. Und du könntest dich fragen, warum ist hier mit der Kommunikation wieder nichts losi? Ja? Warum zieht sich hier jemand vielleicht wieder zurück? Und auf der anderen Seite kommt man wieder angeschissen und will hier aufgeschlossen bleiben, dir gegenüber. Ja? Also sprich,
zurück zu dem Alten oder sage ich jetzt mal ja zu dem Neuen. Da steckt hier jemand gerade so ein bisschen drin. Wie will man denn weitermachen oder was kommt denn hier auf dich zu? Eine Entscheidung benötigt mehr Zeit. Und hier habe ich ein glückliches Zuhause finden wollen. Also hier habe ich, und das ist jetzt wirklich die Wahrheit in dieser Legung, ich kann es hier nicht schönreden. Hier ist ein Typ, hier ist eine Kirsche, er oder sie hatte mit dir vielleicht hier jahrelang eine Affäre, hatte neben dir vielleicht noch, weiß ich nicht, tausend andere. Aber zu Hause gibt es ja auch noch eine Uschi Else. Und plötzlich will er hier anfangen und sagt sich, ja, mit Uschi Else zu Hause könnte ich es ja auch mal probieren. Weil das, was ich hier fremdgevögelt habe, das hat sie ja alles mitgemacht und sie ist immer noch da. Und sie hat es ehrlich gesagt am meisten verdient, wenn ich mir mit ihr jetzt irgendwie ein glückliches Zuhause aufbaue und ich an dieser Partnerschaft arbeite. Sprich, ich habe hier so das Gefühl, du kannst hier, sofern du damit in Resonanz gehst, du kannst hier in dieser Legung tun und machen, was du willst, was einen bestimmten Typen betrifft, was eine bestimmte Kirsche betrifft. Du kriegst es nicht. Du bekommst von jemandem nicht das, was du verdient hast. Und jetzt geht es an dich, mein Engel. Wie gehst du damit um? Steigere unbedingt dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen. Und steh dazu, dass du mehr verdient hast, als ihm immer dabei zuzusehen, wie er mit anderen Weibern rummacht. Und am Ende du vielleicht für ihn gefühlt die vorletzte Cola in der Wüste bist, bis man sich für die letzte Cola entscheidet. Und das ist nämlich immer noch hier eine andere Person in seinem, ihrem Leben. Also das heißt, man trinkt dich zwar aus, aber man quetscht dich sowas von zusammen und schmeißt dich irgendwo an den Straßenrand. Ja, also das hier ist wirklich eine Legung, wo ich mir auch gut vorstellen kann, das will wieder keiner hören. Aber hier ist es so und einige, ne, hier habe ich auch unterm Kartendeck, wach auf. Ja. Und ich muss es wirklich so sagen. Also, hier ist jemand, da bist du immer auf dem verlorenen Posten. Und hier ist es wirklich so, wie ich es reinbekommen habe, weil hier die Karte kam, ein klärendes Gespräch. Diesmal dachte ich mir so, nee. Nein, hier ist nichts mit klärendem Gespräch. Hier ist Hintergrund, im Hintergrund jemand, der, der sich schon längst entschieden hat, dass man mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann weitermacht. Und du könntest immer noch auf ein klärendes Gespräch warten. Also ganz ehrlich, ich muss es so direkt sagen. Ich weiß, ihr mögt mich nicht, wenn ich das vielleicht so rausplatze und ein richtiger, naja, es ist heute kein Traum, es ist ein Albtraum, aus dem ich heute sagen soll, tatsächlich, wach auf. Ja, hier ist jemand, da stehst du immer auf verlorenem Posten. Du konntest tun und machen, was du willst. Und vielleicht tust du jetzt noch und machst, wie du denkst, damit du das Gefühl hast, jemand, am Ende steht dir das ja alles zu, ne? Das ist ja das, was du willst. Und dann ist ja die bei dir so das Ding, mein Engel, dass du, dass das für dich keinen Sinn hat. Dass das doch ein Ende haben soll, dass es doch ein Happy End hier gibt. Aber das ist es nicht. Ich weiß auch nicht, was der Typ hier überhaupt von dir will, ganz ehrlich. Was will der überhaupt von dir?
Was will der Typ hier überhaupt von dir? Was soll die Scheiße? Ne? Es kann auch sein, dass du hier jemanden schon gefragt hast. Was willst du überhaupt von mir? Ja? Was soll die ganze Scheiße? auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle, eingebildet, arrogant, findest dich auch noch interessant, ne? Denkst du, wie du bist es keiner, denn der BMW ist deiner, alles dreht sich nur um dich, alles andere siehst du nicht. So, was will denn der Typ hier jetzt von dir? Oh, die 6 der Münzen. Ja, irgendwas will er von dir nehmen. Also hier geht es nicht ums Geben, der nimmt nur. Hier nimmt jemand einfach nur, in vollen Zügen. Macht beide Hände auf und nimmt von dir, was man kriegen kann. Mehr ist es nicht. Ja, ich hab's gesagt, du hast viel zu geben. Und du weißt, was dir zusteht. Und du denkst, du kriegst es von diesem Typen hier. Oder dieser Kirsche, was auch immer. Kriegst du nicht. Jemand nimmt nur. Punkt. Ja, das ist vielleicht eine Frage, die du dir schon immer gestellt hast. Warum ist er überhaupt noch da? Warum meldet er sich? Ja, warum schickt er mir hier Herzchen und ich bin so besonders und toll? Ja, um dir im Nachhinein zu erzählen, dass er mit seiner Alten in den Urlaub fährt, sich noch ein Haus kaufen wollen. Sowas habe ich hier. Ja. Oh, hier kommt Nachricht rein. Keine Sorge, Baby, hier meldet sich jemand wieder. Aber sagen tut man dir nichts. Das ist ja das Lustige. Es kann auch sein, dass sich hier jemand immer wieder meldet. Aber nicht auf das grundlegende Prinzip eingeht. So, jetzt haben wir das kleine Elfenmädchen. Und jetzt haben wir den Weckruf. Und auch hier geht es wieder um Aufwachen. Aufwachen. Wach auf. Und du kannst ja sowieso jemanden schwer vertrauen, ne? Mit den Elfenmädchen hier habe ich schwer Vertrauen fassen. Schwer Vertrauen fassen, wach auf. Jemand kriegt es wirklich auch nicht auf die Kette, dir zu vertrauen und wirklich mal seinen Mund zu öffnen. Ja? Etwas liegt in der Luft. Mit den 8 der Stäben liegt etwas in der Luft. Wach auf. Öffne deine Augen. Letzte Warnung. Mein Engel, du suchst etwas in ihm, in ihr, was du nicht bekommst. Und du weißt aber schon mal, was du verdient hast. Also lager das jetzt um auf irgendeinen anderen Typen, auf irgendeine andere Kirsche. Also hier ist jemand, der nur nimmt. Mit vollen Händen. Und komm vielleicht nur angeschissen, wenn man was von dir will. Und nutzt dich aus. Ja? Jetzt lassen wir diesen Dreck einfach mal weg. Ne? Wir schauen jetzt auf den neuen Typen. Auf irgendwas, was hier in der Zukunft auf dich zukommt. Ja? Ich habe ja gestern schon gesagt, immer die gleiche Leier. Und das stimmt auch. Es ist immer wieder die gleiche Leier. Dass sich hier irgendjemand nicht benehmen kann, dass man dir gegenüber sich wirklich einfach nur scheiße verhält. Es ist immer wieder die gleiche Leier. Und ja, vielleicht kannst du das auch alles nicht mehr hören. Ja, und hier habe ich, guck mal, was habe ich denn hier für einen neuen Typen, für eine neue Kirsche? Okay, ich habe hier, pass auf, erstmal mache dir hier keine Sorgen, ja. Auch wenn das hier schmerzlich jetzt sein könnte, wenn ich sage, wach auf, das taucht hier alles nicht, das ist zum Scheitern verurteilt, habe ich hier aber jemanden, der bereit ist, etwas wirklich in den Ausgleich bringen zu wollen, also jemand, der fair sein möchte, jemand, der bereit sein wird, Kompromisse mit dir eingehen zu wollen. Und ja, und hier heißt es aber auch, warte mal ab, der perfekte Zeitpunkt, der kommt hier schon noch. Und aktuell könntest du dir unnötige Sorgen machen, weil hier jemand sich einfach jetzt auf seine Uschi Else daheim konzentriert und nicht auf dich. Ich sag's dir so, wie es ist. Ja,
Also, ich weiß, ich muss hier wieder Seifenblasen platzen, aber besser so als gelogen. Ja, so. Ich könnte ja jetzt hier draus machen von, oh, ein klärendes Gespräch. Er kommt jetzt wieder und möchte alles mit dir klären, möchte mit dir an der Partnerschaft arbeiten, ne? Will aufgeschlossen bleiben, weil man weiß, du bist anders als die anderen, ne? Nein, hier nicht. Weil sonst käme auch hier die Karte nicht wach auf und alle Indizien, die ich hier drinnen sehe, passt das hier drauf, dass ich eher eine Warnung rausgebe. Wo ich dir aber auch sagen kann, dass es echt nicht abwegig ist, dass es hier vielen auch so gehen könnte und die jetzt einfach auch meine Klatsche von mir brauchen, um wirklich aufzuwachen. Es ist nicht so einfach, in einem entspannten Ton zu sagen, ach na ja und Also ich glaube, man kann dann nur jemanden aufwecken, indem man klarer spricht. Aber ich kann dir eben hier, das ist das, was ich möchte, ich sag mal in dem Sinne, naja, ein bisschen Sonne, ein bisschen Licht geben, indem es hier einfach heißt, mach eine kleine Handlungspause, ja, geh da raus, fokussiere dich auf dein Leben. Und hier habe ich, hier kommt auf jeden Fall ein Ausgleich rein. Aber nicht mit dem Typen hier, sondern mit etwas Neues oder etwas, was in dein Leben kommen soll, mein Engel. Ja? Ja, es ist halt einfach krass, ne? Was es hier für Leute gibt. Na, guck dir das mal an. Jetzt kommt nämlich das Rad in dein Leben, was für eine Zeit positiver Veränderungen hier stehen soll, ja? Und eine Situation, die sich plötzlich ja doch vorwärts bewegt und wo das Glück auf deiner Seite ist, ja? Und hier heißt es auch, dass du dich wirklich neu verlieben könntest. Und ich weiß, ihr wollt jetzt alle hören, der Typ kommt jetzt zurück, ihr verliebt euch neu. Das ist es nicht. Das entspricht hier nicht der Realität, sage ich dir so, wie es ist. Du kannst diesen Typen oder diese Kirsche einfach nur in den Arsch treten, die Nummer löschen, blockieren und raus damit. Wirklich. Schluss damit. Du brauchst doch nicht zuzusehen, wie jemand dich wirklich als letzte Cola in der Wüste, sage ich jetzt mal, behandelt. Das bist du doch gar nicht. Du hast doch mehr verdient. Du brauchst doch nicht dabei zuzugehen, dass der Typ dich bei dir vögelt und dann wieder noch nicht mal bei dir schläft, zum Frühstück bleibt oder keine Ahnung, sich einfach verpisst und zu seiner Uschi Else fährt. Und die weiß vielleicht nicht mal was davon. Macht ihr zu Hause noch den Hof und pudert ihr den Arsch. Und du kannst hier jemanden alles geben, tun und machen, in der Hoffnung, dass das mal was wird. Das ist Blödsinn hier. Lass den Scheiß jetzt einfach. Sag ich dir hier so, wie es ist. Lass es einfach hier gut sein. Und ich darf dir darauf zeigen, was passieren kann, wenn du beginnst, jemanden jetzt einfach mal wirklich in den Arsch zu treten und auf sämtlichen Kanälen und überall zu blockieren und jemanden zu zeigen, such dir einfach eine andere Dumme. Ja? Und hier ist es so, dass du dir, was diesen Typen betrifft oder diese Kirsche, unnötige Sorgen wirklich machst, weil es lohnt sich nicht, sich über sowas hier, über so ein Verhalten, sich Sorgen zu machen, Gedankenkreisen zu haben, seinen Alltag nicht mehr geschissen zu bekommen, zu warten, dass hier jemand sich irgendwie meldet oder einfach nur da sitzt und Angst hat, ob man ihn verliert oder plötzlich Befürchtungen hat, dass das Ganze wirklich nicht aufgeht. Ganz ehrlich, das ist keine Liebe, das ist irgendwas anderes. Das ist das Gegenteil von Liebe hier. So sollte man sich einfach nicht fühlen, wenn man jemanden liebt, wenn man alles für jemanden geben würde
und mag, sollte man sich nicht auf dieser Ersatzbank fühlen. Ja, man sollte sich nicht so fühlen, als säße man auf einer Ersatzbank. Und manchmal darf man gar nicht mitspielen. Und das hast du hier einfach nicht mehr nötig. Also das heißt, du kriegst dein Karma hier irgendwo wieder. Und da kann ich dir sagen, das Glück würde hier auch einfach auf deiner Seite stehen, wenn du bereit bist, mit diesem Rad hier mitzudrehen. Und ganz ehrlich, das Schicksal will es sowieso, dass du dich mehr von hier jemanden entfernst, der so zu dir ist. Weil das Schicksal, das Universum, das Leben selbst soll eine Quelle sein, wo du dich wohlfühlst. Und dieser Schmerz, dieser Scheiß, was hier passiert, ist nicht das Leben, das ist nicht für dich bestimmt. Deswegen tut es immer weh, aber das Leben ist ja etwas, wo du lebst, wo du Energie erhältst, wo es dir nicht entzogen wird, ja? Und hier habe ich einfach eine Gesellschaft, also hier könntest du auch eine Einladung erhalten, ja, irgendwo auf einer Feierlichkeit, irgendjemand will dich vielleicht mitnehmen, irgendwohin. Und da könntest du dich auch in jemand gänzlich Neues verlieben, ne? Also das muss ich auch sagen. Diese Situation, in der du aktuell steckst, die könnte sich plötzlich wirklich vorwärts bewegen, weil du rausgehst aus diesem Moloch und reingehst in das Glück und dein eigenes Leben und das Leben einfach wieder spüren möchtest, ne? Und ich hatte gestern auch so eine richtig geile Traummann-Traumfrau-Legung gehabt, ne? Und es ist nicht auszuschließen, dass dieser selbe Typ hier, diese selbe Kirsche, wirklich dazu beiträgt, also dieser, ne, was jetzt zu deinem Glück gehört, nicht dieser Typ, der sich sowieso nicht entscheidet, ja? Wo es sowieso heißt, wach auf. Dieser neue Typ von gestern, dieser reiche, gute Herr, diese Militärsperson, ne? Jemand, der wirklich Bock hat, dich zu sehen, dich zu treffen und bla bla bla. Ja? Ich habe hier immer wieder für dich, arbeite an dein Selbstvertrauen. Du vertraust dir nämlich selber nicht so richtig. Manchmal könntest du dir wirklich unsicher sein, ob das so gut ist, dass du hier jemanden abschießt, wo du genau weißt, der ist auf irgendwo anders unterwegs. Und dann bist du unsicher. Ja, also du kannst sozusagen dir auch irgendwelche Meditationen reinziehen, zum Beispiel auch. Pflege dich, suche ein Hobby, mach irgendwas Schönes für dich, triff dich mit Leuten, die dir gut tun und die dich nicht runterziehen. Ja. Und hier sehe ich, dass du hier demnächst irgendwo eingeladen wirst zu irgendeiner Feierlichkeit. Das Glück wird hier auf deiner Seite jetzt stehen wollen. Und ich habe hier, du brauchst dir jetzt keine Sorgen zu machen, weil hier etwas nicht so kommt, wie es kommt. Aber, ne, weil im Endeffekt, warte mal den perfekten Zeitpunkt ab, heißt es hier, es wird nämlich einen geben für dich. Und das finde ich schön. Also hier ist heute der Rat, schieß hier jemanden endlich ab, schieß hier jemanden in den Wind, wenn du wirklich schon merkst, du merkst es doch schon. Es ist doch hier etwas offensichtlich. Es ist doch hier sowas von offensichtlich, dass dieser Typ nur kommt, um sich von dir bekochen zu lassen, beschenken zu lassen, dich irgendwo hinzufahren. Nee, dass du hier irgendwie jemanden nur hin und her kutschierst, vielleicht auch, dass man nur dann und dann Zeit hat, während du vielleicht alles hinschmeißt für jemanden. Es reicht hier. Es reicht hier wirklich. Und das sage ich jetzt auch an alle, die hier diese Kartenlegung schauen, von mir aus, aber es reicht wirklich. Wacht hier endlich auf und guckt euch, seht diesen Typen, seht diese Kirsche wirklich als Ganzes. Und wie viel investiert hier jemand wirklich in dich? Und setze das gleich mit den schlechten Gefühlen, die man dir gibt. Und mache dir klar, das hast du nicht verdient.
Ja, auch du hast es verdient, dass du einen Partner hast, eine Partnerin, mit der man auch an der Beziehung arbeiten kann. Und jemand, der auch Bock hat, daran zu arbeiten. Ja, solche Dinge halt einfach, mein Engel. Oh, ich weiß auch nicht, ne? Die Sonne im Löwen, ich weiß auch nicht, was los ist heute, aber irgendwie geht es mir wirklich hier gerade so ein bisschen. Es nervt halt wirklich, dass es immer wieder solche Typen gibt oder solche Frauen. Es nervt wirklich. Ja, dann soll man doch wirklich einfach mal den Mund aufmachen. Diese Spielereien, das ist zum Kotzen, ist das einfach nur. Ja, und man verwehrt es dir ja auch wirklich glücklich zu werden, weil man immer wieder angeschissen kommt, weil man dich im Gegenteil vielleicht selber nicht loslassen kann. Ja, aber dann soll auch jemand mal so mutig sein und dann auch mal wirklich zu dir zu stehen und einfach die Guschen aufmachen. Geht mir auf den Sack, wirklich. Ja, und ganz ehrlich, mehr gibt es zu so einer Konstellation nicht zu sagen. Hopp oder top, entweder du arbeitest jetzt an unserer Verbindung oder dann verpiss dich zu Uschi Else, arbeite da weiter. Aber komm doch nicht immer angeschissen, ja? Aber bleib doch mir gegenüber nicht noch aufgeschlossen. Darum geht's. Dass du dann irgendwie sagst, aber dann leck mich doch einfach am Arsch und lass mich in Ruhe mein Leben leben. Ich habe auch das Recht, glücklich zu werden. Ne? So. Und vielleicht tust du das demnächst auch und wirst jemandem wirklich sagen, alles Gute. Ja, das ist immer so das Beste unter einem Bewerbungsgespräch. Nicht kein Bewerbungsgespräch, schickst eine Bewerbung ab, kriegst eine Absage wieder und dann steht drunter, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Ist genau so eine Phrase, die zum Kotzen ist, ne? Als ob das jemand in Wahrheit tut. So, aber gut. Hier ist ein Bewerbungsgespräch. Gescheitert. Rechne damit, dass vielleicht auch du selbst eine Absage raussendest und hier auf der Suche bist nach etwas Neuem. Jemand Kompetenteren. Jemand, der dir mehr zu bieten hat. Vielleicht auch mehr Lebenserfahrung. Ne? Ist doch wie im Job. Guck mal, ich habe die 5. Du entscheidest selber. Du brauchst hier niemanden, der für dich hier irgendwie entscheidet. Ne? Wenn hier jemand sich dafür entscheidet, ach, ich bleib dir gegenüber auch aufgeschlossen, musst du doch nicht mitmachen, mein Engel, wenn nichts bei rumkommt. Das ist die Quintessenz, die Zahl 5. Ja? Gib dir 5 Tage, gib dir eine Woche, dann wirst du es vielleicht besser wissen. Aber hier wirst du dazu aufgerufen, ich sage es immer wieder, selbst zu wirken. Nimm das hier selbst in die Hand und lass dich nicht in eine Richtung drücken, die du in Wahrheit nicht bist. Und ich sag's dir nochmal, auf dich warten bessere Zeiten. Auf dich wartet hier ein Treffen, wo du dich verlieben kannst. Auf dich wartet ein Gedanke von, ach Scheiße, was habe ich mir damals für Sorgen gemacht? War doch unnötig. Jetzt habe ich doch das, was ich will. Auf dich wartet jemand, der Kompromisse macht, der gern mit dir irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise wirklich zusammenarbeiten möchte, also sprich an einer Verbindung. Ja. Und auf dich wartet auch etwas, das sich in dein Leben jetzt etwas plötzlich vorwärts bewegt, mein Engel. Ja. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen gesprochen bis unter die Gürtellinie, aber weiß auch nicht warum. Vielleicht hat das auch was mit dem Merkur zu tun, keine Ahnung. Aber mir war heute mal danach, mich mal ein bisschen mehr aufzuregen, dass das Thema endlich auch mal vom Tisch kommt, dass hier immer jemand drin ist, der meint, dich scheiße zu behandeln. Und dass du das raffst, dass du das wirklich verstehst, dass du das nicht verdient hast, weil du das selber nicht tun würdest. Du würdest hier jemanden nicht so behandeln. Also lass es nicht zu, dass man hier nur nimmt.
und du die letzte Cola in der Wüste bist, so auf die Art, ne? Hast mehr verdient. Alles Liebe. 14 Uhr täglich. Abonniert meinen Kanal kostenfrei. Ich hab dich lieb. Ciao.